Hallo, ich bin Wolfu. Ich spiele heute Ori and Blind Forest. Ursprünglich habe ich auch schon aufgenommen Dishonored. Das Video ist nichts geworden und auch mein Versuch, die Dateien zu retten, sind nach über 2 Stunden nichts geworden. Deswegen hatte ich keine Lust mehr. Und da das Spiel als von der GameStar als eines der besten Spiele des Jahres benannt wurde und es gerade bei Steam günstig zu haben war, probiere ich das jetzt einfach mal aus. Muss auf 1. Na toll, ich hoffe, das ruckelt gleich nicht so weiter. Okay. So. Ich habe gerade 11 Tage am Stück gearbeitet. Und das erzähle ich nachher weiter. Ich habe aus lizenztechnischen Gründen natürlich mal wieder die Musik ausgestellt. Okay. Oh, den darf ich schon steuern. Ja, ist nicht allzu schnell. Sieht auch nicht allzu schnell aus. Genau, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe schon 11 Tage am Stück gearbeitet. Ich arbeite gleich noch den 12. Tag. Und da habe ich mir gedacht, das ist natürlich der perfekte Moment, um ein Genre auszuprobieren, mit dem ich noch so gut wie keine Erfahrung habe. Oh, springen kann auch. Ich spiele ich fast nur auf dem PC und Jump'n'Runs sind da ja zumindest ursprünglich, zu einer Zeit, als ich angefangen habe, nicht so verbreitet gewesen. Nicht so sehr wie auf den Konsolen zumindest. Haben wir hier einen Katzenviech? Guten Morgen. Das Spiel sieht jetzt zwar nicht so aus, aber es soll sehr anspruchsvoll werden. Mehr kann ich noch nicht. Okay, dann laufen wir mal durch die Gegend. Schöner Wald. Hallo. Komm schon. Lecker. Okay. Hat jeder Baum nur eine Pflanze oder wie? Nichts machen. Sag mal, ich glaube, ich guck mal, ob ich die Grafikeinstellung noch etwas runterstellen kann. Ich glaube, das mache ich mal aus. Viel mehr kann ich hier nicht einschalten, außer vielleicht noch die Auflösung. Mal gucken, vielleicht fängt sie es ja auch wieder ein. Oh, ja, der hat noch ein paar Beeren mehr, hä? Oder ein paar Früchte mehr. Bauen wir mal eine Brücke. Ja, da kann man sich satt essen. Nein, mit den Früchten in der Hand kann ich nicht springen. Was gibt's denn da? Ja, doch, kann ich doch.
die richtige Taste drücken. Traut sie sich nicht mehr raus. Da ist eine letzte Frucht. Die ist aber nicht mehr gut. Ganz lebendig aus. Hm? So noch Herbst. Ah, da oben gibt's noch was. Autsch. Natürlich, die gibt's hier. Bringen wir das mal schnell zurück. Oh. Das sieht nicht so ganz gut aus. Oh, was haben wir da? Hallo Mami, hab da was für dich. Schon mal traurig an. Fragt sich nur, wo wir dann hin wollen. So ganz motiviert sieht das nicht aus, aber klar. Das rote Licht sieht nicht gut aus.
Dorn übrigens auch nicht. Frag mich, wer der Vater ist. Dass er das Kind ist. So, komm mal nicht weiter. Jetzt. Ich würde sagen, wir haben ein Ziel. Hm? Wobei, wenn die Reise beginnt. Okay, das Spiel wurde gespeichert. Ich nehme an, das Spiel geht jetzt richtig los. Ich habe da irgendeinen großen Kreis mit 0 und 3 kleine Symbole. Ich habe keine Ahnung, was das, wofür das da ist. Oh ja. Autsch. Halte Space gedrückt, um höher zu springen. Okay. Ja, dann stockt es doch schon. Ah, okay. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich Geistgefäß. Okay, damit sammle ich Fähigkeiten. Da wollte ich mir gerade noch was einblenden. Halte S gedrückt und drücke Space, um Plattformen hindurch nach unten zu springen. Ah ja, okay. Oh. Aber ich würde sagen, hier komme ich nicht durch. Hm? Zumindest im Moment nicht. Au. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich nicht viel Erfahrung in so Plattformen habe. Das Wasser sieht auch nicht so übermäßig gesund aus. Ich bleib mal lieber oben. Ah, da. Das ist wahrscheinlich Lebensmittel. Genau, du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Hallo Blume. Über dich springe ich diesmal drüber. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Ah ja. Halte E gedrückt, um eine Seelenverbindung zu erzeugen und dein Spiel zu speichern. Dann mache ich das mal. Ich werde es garantiert relativ schnell den Löffel abgeben. So. Hallo. Oh. Ja, hier zum Beispiel. Das mit drüber springen hat nicht funktioniert. Machst du mir das Ding hier kaputt? Ah, nicht ganz. Komm. Okay. Vom Prinzip her funktioniert's. Die Umsetzung ist allerdings noch mangelhaft. Hilfe! Danke. Oh, sehr gut. Du hast etwas geisterlich gefunden, wenn du den Kreis füllst, erhältst du einen Fähigkeitspunkt. Gut. Den hab ich ja schon fast voll. Ich glaube, ich gucke erstmal unten lang. Ja, da gab es irgendwas. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung und tippe in ihrer Nähe E an, um irgendwas zu machen. Wisst ihr was? Weißt du was? Ich tue das nicht nochmal so das Verschwenden. Ich renne einfach zurück. Boing, boing. Ups. Tippe E an. Okay. Dieser Balken zeigt an, wie viel
Geisterlicht Ori eingesammelt hat. Absorbiere noch 36, um einen weiteren Fähigkeitspunkt zu erhalten. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abklingzeit. Geistermagnet. Die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen. Das ist natürlich praktisch. Ermöglicht es dir, drei Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Ich nehme mal das hier. Entscheidung über Entscheidung. Und dann renne ich weiter. Hui. Oh, ich bin ein schneller Bursche, ne? Was finde ich denn hier? Hallo? Nehme Linksklick, um das Licht einzusammeln. Jetzt kommt noch die Maus dazu, um mich ganz zu überfordern. Ja, ich weiß, bei Ego-Shooter und so weiter und bei Rollenspielen nutze ich das auch. Ich bin Sein, das Licht um die Augen und die Augen des Geisterbaumes. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du das möchtest. Natürlich möchte ich das. Und doch, hörst du das? Sie müssen dir hergefolgt sein. Ja. Ups. Hilfe, bin hier weg. Okay, einer weniger. Gut, ich habe auch noch einen ganzen grünen Punkt übrig. Nicht mehr. Okay, das Timing stimmt hier noch nicht so wirklich. Hallo, böser Kerl. Also, ich muss ja noch näher ran. Oh, je. Seid ihr schon zu zweit? Ja. Ich glaube, ich werde noch ein paar Mal sterben. Gut, da habe ich jetzt mal keine Energie verloren. Ich glaube, unten drunter komme ich fast besser durch als oben drüber. Da ist noch mal einer, genau. So. Du hast einen Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von Euris Energiezellen wieder her. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Okay. Finde den Geisterbaum. Ist der Geisterbaum mein Papa? So. Karte. Okay, hier muss ich. Was ist da hin? Ne, ich muss nach. Ah, hier muss ich irgendwie weiter. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Beziehungsweise, ich glaube, hier ist auch mal ein guter Cut, um ein neues Video zu starten. Also um dieses zu beenden erstmal. Du hast ja jetzt erstmal einen ersten Eindruck in das Spiel bekommen und in meine mangelnden Fähigkeiten, so ein Spiel zu spielen. Zum Abschluss habe ich noch eine gute Nachricht. Ich habe inzwischen ein besseres Mikrofon bestellt. Du musst also nicht bis Weihnachten warten, bis du deine Ohren schonen kannst. Ich hoffe, das und die neue Nachricht hat dir gefallen. Und dann sehen wir uns, wenn du willst, bald wieder. Mach's doch gut, dein Wolfhund.